Hallo Greifswald, guten Abend. Aus Anlass diesen Tages habe ich ein Gedicht mitgebracht. Und das Gedicht ist von Beate Lambert und sie hat es in dieser Zeit geschrieben. Und vielleicht hört ihr ja auch den Klang raus in Anlehnung an unser Lied, was wir vorhin gehört haben. Zeit der Wende. Dieses ist die Zeit der Wende. Nun zählt Klarheit, Kraft und Mut. Viele Herzen, viele Hände, voller Sanftheit und voll Wut. Du bestimmst und du entscheidest, welchem Geist du angehörst. Ob du leise weiterleidest oder endlich dich empörst. Stimmet ein in unser Singen voller Jubel und Vertrauen. Dann wird es dir auch gelingen, voller Mut nach vorn zu schauen und dein Leben so verändern, dass unsere Erde heilen kann. Seit an Seit in allen Ländern fangen wir den Umschwung an. Taube Ohren für die Spötter und die Sucht nach Macht und Geld. Wir sind unsere eigenen Götter. Unsere Herzkraft heilt die Welt. Alle Tiere, Menschen und Pflanzen mögen wachsen und gedeihen. Wir sind Teil des großen Ganzen und bereit, dabei zu sein. Das Bewusstsein ist gestiegen und bald kommt die neue Zeit. Dann geht es nicht mehr um Siegen, sondern um Verbundenheit. Folgt den Kindern und den Frauen, weil sie für das Leben stehen und sich jetzt nun endlich trauen, voller Kraft voranzugehen. Groll und Rache sei vergessen, unserem Todfeind sei verziehen. Auch wer nur politversessen, achte und verstehe ihn. Denn du weißt, er ist getrieben von seiner Schuld und seiner Angst. Du aber bist frei zu lieben, wenn du nicht mehr länger bangst. Freude heißt die starke Feder in der ewigen Natur. Freude, Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr. Sie gibt Kraft zu handeln, voll Verbundenheit und Mut, unsere Welt zu wandeln, dann wird alles gut. Danke.